Wird Dr. Strange in Thor 3 auftauchen und taucht Khal Drogo vielleicht wieder in Game of Thrones auf? Neues gibt es auf jeden Fall zum neuen Jumanji-Film, nämlich in einer neuen Folge Film News. Im Oktober startet Doctor Strange in den deutschen Kinos und damit der nächste Film des Marvel Cinematic Universe mit dem nächsten neuen Superhelden aus dem gleichen Universum. Und laut Gerüchten soll ja Tony Stark in Doctor Strange auftauchen. Und jetzt gibt es auch Gerüchte, dass Doctor Strange wiederum in Thor 3 auftauchen soll, der ja aktuell gedreht wird. Denn es tauchte am Anfang der Woche ein Foto auf vom Set von Thor 3 Ragnarök, in dem man Thor-Darsteller Chris Hemsworth mit einer Visitenkarte in der Hand sieht. Und auf dieser Visitenkarte ist die Wohnanschrift von Dr. Strange in New York in der Bleecker Street, und deswegen kann man vermuten, dass in Thor 3 Thor vielleicht Dr. Stephen Strange einen Besuch abstatten wird. Eine Weile warten ist bis dahin noch angesagt, aber im Marvel Cinematic Universe tauchen ja immer wieder Superhelden in den jeweils anderen Solo-Filmen auf, weswegen das denkbar wäre, aber Thor 3 Ragnarök startet erst im Oktober 2017 in den Kinos. Kehrt Khal Drogo zurück? Vielleicht ist etwas zu viel in das Bild hineininterpretiert worden, aber für Gerüchte reicht es allemal, denn Anfang der Woche postete Jason Momoa, der aktuell den DC-Film Aquaman dreht, ein Foto zusammen mit den Game of Thrones-Machern auf Instagram bei einem gemütlichen Bierchen, und unter anderem stand in dem Text unterhalb des Fotos Aloha Drogo. Seitdem gibt es Gerüchte, dass Khal Drogo vielleicht wieder zurückkehrt in die Game of Thrones-Serie. In der zweiten Staffel gab es ja schon Flashbacks, aber wir wissen, in Game of Thrones ist inzwischen so ziemlich alles möglich und Khal Drogo eine der beliebtesten Figuren. Was würdet ihr denn halten, wenn wir ihn in der 7. Staffel sehen würden? Nun ist raus, welchen Film Deutschland in das Rennen um die Oscars 2017 schicken wird, nämlich Toni Erdmann. Und ich kann nur immer wieder betonen, dass ich den Trailer zu Toni Erdmann unglaublich schlecht fand und dann von diesem Film so überrascht war. Er ist unglaublich lustig, authentisch gespielt, regt zum Nachdenken an und ist fein inszeniert. Für mich einer der besten deutschen Filme seit Jahren und deswegen nicht zu Unrecht hier im Rennen um die Oscars. Ob er es dann wirklich unter die letzten 5 schafft, die nominiert werden für den besten nicht englischsprachigen Film, bleibt abzuwarten, aber die Chancen stehen recht gut, denn der Film wurde auch in Cannes gefeiert und internationale Kritiker umjubeln diesen Film. Wir werden es also sehen, die Bekanntgabe für die letztendliche Nominierung erfolgt am 24. Januar 2017. Sehr schöne Nachrichten gibt es für alle Mittelerde-Fans, denn im November erscheint exklusiv bei Amazon die Mittelerde Collection, eine Art neue Sammlerkollektion, in der man erstmals alle 3 Extended Editions der Herr der Ringe-Trilogie und der Hobbit-Trilogie zusammen extrem wertig verpackt mit vielen kleinen Details erlebt. Und es gibt eine Art kleines Präsentationsvideo von Merry-Darsteller Dominic Monaghan höchstpersönlich. Hey guys, I'm Dominic Monaghan. I play Merry Adopt Brandybuck. Called Merry in the Lord of the Rings trilogy, and this is the 6-film Middle-earth collection. This is the first time ever that the 3 Hobbit films are actually presented with the 3 Lord of the Rings films, and as you can see, ist schon eine ziemlich geile Sammlung, und wer das ganze Video sehen will, findet den Link in der Infobox. Neue Infos gibt es rund um das ziemlich beste Freunde-Remake, denn seitdem dieser Film 426 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt hat, was für einen europäischen Film definitiv ein Superlativ ist, schickt man sich bereits seit 2012 an, von dem Streifen auch ein US-Remake zu machen. Und die ganze Sache nimmt wieder ein wenig Fahrt auf, denn ein Regisseur wurde gefunden, genauso wie Hauptdarsteller. Neil Berger soll den Regiestuhl bestücken, während Bryan Cranston und Kevin Hart die Hauptrollen übernehmen sollen. Was haltet ihr denn von einem Remake von Ziemlich Beste Freunde und Bryan Cranston und Kevin Hart als Hauptdarsteller? Viel wurde in der vergangenen Woche, wie auch bei mir in der letzten Film-News-Folge, über den Streit von Vin Diesel und Dwayne Johnson am Set von Fast and Furious 8 berichtet. Jetzt geht nun auch noch das Gerücht rum, dass das Ganze vielleicht nur ein PR-Gag ist und am Ende in ein Wrestling-Match der beiden münden soll. Klingt irgendwie skurril, mal gucken, was an der Sache dran ist. Aber für den Auslöser sorgte ja Dwayne Johnson auf Instagram. Aber inzwischen ist ein wenig Gras über die Sache gewachsen. Er ist persönlich auf Instagram unterwegs und hat auch gepostet vor einigen Tagen, dass seine Dreharbeiten bei Fast and Furious 8 abgeschlossen sind. Eine kurze Pause hat er aber, in schon gut einer Woche gehen die Dreharbeiten zu Jumanji los, in dem er zusammen mit Jack Black und vor allem auch Kevin Hart in den Hauptrollen agieren wird. Und lange hier
hieß es ja, dass es sich dabei um ein Remake handelt, was Fans nicht so gut fanden, weil Jumanji auf eine gewisse Art und Weise ein Klassiker ist und Robin Williams' Performance einfach einzigartig. Nun hat Dwayne Johnson aber bekannt gegeben, es wird kein Remake, es wird ein Sequel, also eine Fortsetzung, um gleichzeitig die Geschichte des ersten Teils zu ehren und zu würdigen. Und klar, das ist schon clever, dann tritt man nicht zu sehr in Konkurrenz mit diesem. Also, die neue Info, Jumanji wird eher ein Jumanji 2 und somit eine Fortsetzung. Cobie Smulders, die viele sicherlich als Robin aus How I Met Your Mother kennen, hat eine Hauptrolle ergattert in der neuen Netflix-Serie Friends from College. Die Dreharbeiten zu Mission Impossible 6 wurden vorerst eingestellt, weil es anscheinend Uneinigkeit gibt zwischen Tom Cruise und Paramount Pictures über Tom Cruise Bezahlung. Nun ist offiziell bestätigt, dass die Guardians of the Galaxy in Avengers 3 auftauchen werden und Amazon möchte gerne aus dem Departed-Film von Martin Scorsese eine Serie machen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Film-News. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Ich wünsche euch ein prima Wochenende. Und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.